Nächste Frage hat der Reitschuster. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu kritisch. Aber was ich heute auf der Bundespressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef wieder hörte, das war für mich befremdend. Journalisten, die härtere Maßnahmen wie etwa 2G ins Gespräch bringen, die nach Zusammenhängen zwischen Impfen und AfD-Sympathie fragen, ein Minister, der auch auf Spielplätzen Impfmöglichkeiten will, der gegen Ungeimpfte hetzt und dann heuchelt, er sei gegen jede Ausgrenzung, der heuchelt, die Impfung sei eine persönliche, freie Entscheidung. Wie gesagt, für mich war das alles heute etwas merkwürdig. Vor allem merkwürdig war auch, dass Jens Spahn bei den Inzidenzen mogelt und dass er den völligen Ausschluss von Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen einen ganz klugen Weg findet. Aber alles der Reihe nach. Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Wenn Sie schauen auf die Inzidenzen, die sind 10, 12, 14 Mal so hoch in den Regionen bei den Ungeimpften wie bei den Geimpften. Pardon, aber diese Aussage halte ich für Bauernfängerei. Wenn man Geimpfte nur noch dann testet, wenn sie Krankheitssymptome haben, während Ungeimpfte ständig sich testen lassen müssen, selbst wenn sie nur in ein Restaurant, in einen Innenraum wollen oder in ein Fitnessstudio, dann sich zu wundern, dass die Inzidenz höher ist, das ist einfach unredlich. Und darum stellte ich auch diese Frage und sehen Sie sich die Antworten an. In meinen Augen wirken die Antworten so, als ob da jemand ertappt wurde beim Aussprechen von etwas, was nicht so ganz astrein ist. Voilà! Boris Reitschuster fragt, ob nicht da eine Irreführung liegt, dass Geimpfte kaum getestet werden und deshalb zwangsläufig bei denen auch die Inzidenz geringer ist. Wer war jetzt gefragt? Herr Wild. Die Fragen richteten sich an Herrn Wieler, wenn Sie was dazu sagen wollen. Die zweite Frage von Herrn Reitschuster war die, ob Geimpfte, seltener geimpft, dass man quasi, wenn man die weniger testet, dass deshalb weniger. Bei denen die Zahlen niedriger sind. Fakt ist, dass nach wie vor im Vordergrund steht, dass solche Personen geimpft werden, die Krankheitssymptome haben. Und es werden Personen geimpft, die getestet werden, die Krankheitssymptome haben. Also das heißt, das ist nach wie vor noch der wichtigste Indikator für die Testung. Das wundert mich nun wirklich sehr, weil ich sehe, wie viele Menschen sich testen lassen, weil sie nicht geimpft sind, weil sie ins Fitnessstudio wollen, ins Restaurant wollen oder am sozialen Leben teilnehmen wollen und dass laut Herrn Wieler mehr geimpft werden, weil sie Krankheitssymptome haben, vor allem von dem Geimpften. Das widerspricht völlig meiner Lebenserfahrung. Vielleicht weiß er hier mehr, aber mich wundert es ausgesprochen. Dann müssten aber wirklich sehr, sehr viele Geimpfte Krankheitssymptome haben, die auf Corona hindeuten, wenn es mehr sind als diejenigen, die ungeimpft sind und sich für irgendetwas freitesten lassen. Und es gibt natürlich verschiedene Testungen, wenn man eben zum Beispiel eine Veranstaltung besucht und im öffentlichen Raum ist. Das heißt also, diese große Verzerrung dahingehend, dass die bewusst nicht getestet würden, die findet nicht statt. Auch hier müssen Sie ganz genau hinhören bei den Aussagen Wielers. Er sagt nicht, dass eine große Verzerrung generell nicht stattfindet, sondern er sagt, sie findet nicht dahin statt, dass gezielt die einen getestet werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Differenzierung. Also er sagt nicht, dass es keine große Verzerrung gibt, er sagt nur, die sei nicht absichtlich herbeigeführt. Sehr, sehr interessant. Und an einer Stelle ist es unbestechlich, das ist die Intensivstation. Diese Antwort von Herrn Spahn kann man nun indirekt als Bestätigung für meinen Vorwurf auffassen, weil er ja sagt, an einer Stelle an der Intensivstation ist es unbestechlich. Das heißt, da, wo ich ihn in meinen Augen ertappt habe, ist es nicht unbestechlich. So zumindest kann man das auffassen. Aber hören wir uns weiter den Minister an. Die Zahl finde ich weiterhin eindrucksvoll. Deutlich über 90% auf Intensiv nicht geimpft. Ja. Ich finde, eine klarere Impfempfehlung geht kaum. Zuerst muss man hier einmal ganz klar trennen, dass der Minister bei den Inzidenzen in die Irre führt, hat nichts damit zu tun, wie hoch der Anteil der Geimpften auf den Intensivstationen ist. Wenn der so hoch ist, wie er das sagt, dann hat er recht, das muss man ihm sagen, dann wäre das ein klarer Hinweis darauf, dass die Impfung wirksam ist. Was mich aber sehr wundert, ich hatte schon auf der letzten Pressekonferenz, sie erst noch herausbekomme, nachgefragt, wie diese Zahl zustande kommt und da konnte man mir nicht so explizit antworten. Und heute, das werden Sie später sehen, habe ich nochmal gefragt, da hat man auch nicht geantwortet. Fakt ist nämlich, dass im Divi-Register, wo die Zahl der Intensivbetten, die belegt sind, registriert wird,
die Impfquote gar nicht aufgeführt wird. Und wie genau man die ermittelt, das kann die Bundesregierung nicht im Detail sagen, was ich zumindest merkwürdig finde. Sehr schade finde ich, dass keiner von den Kollegen hier nachgehakt hat. Jetzt hatte ich mich gestern einmal so gefreut, dass ein Kollege nachhakte und heute wieder nicht. Null, zero, niente. Es geht darum, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, dass wir zu jeder Zeit Patientinnen und Patienten gut behandeln können. Genau das war ja auch schon im letzten Jahr die Ursache für den Lockdown und danach gab es viel Streit darüber, ob die Überlastung wirklich stärker war als in den Vorjahren oder nicht. Da gibt es auch den berühmten Bericht des Bundesrechnungshofes, aber wollen wir nicht in diese Details gehen. Auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsvizepräsidenten Kubicki nach dieser möglichen Überlastung hieß es, es sei nicht jedes Szenario auszuschließen, in dem es dazu komme. Da klang das sehr hypothetisch und insofern als schwache Begründung für massive Einschätzung von Grundrechten. Einschränkung von Grundrechten natürlich, man möge mir verzeihen, wenn ich hier schon Wörter verwechsle. Die Zahl der Ungeimpften ist einfach noch so groß, zu groß, als dass wir mit einer sehr ansteckenden Delta-Variante, mit dem Stand, den wir heute haben, es haben sich schon sehr viele impfen lassen, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber mit dem Stand, den wir heute haben, können wir, ohne eben, dass wir aufeinander aufpassen, auch mit gewissen Regeln nicht sicherstellen, dass das Gesundheitswesen nicht wieder in eine sehr starke Belastung oder Überlastung kommt. Und eine starke Belastung, ja sogar Überlastung, hatten wir ja auch schon bei den Grippewellen vergangener Jahre. Aber sei es dahingestellt, dass aufeinander aufpassen, ist das dahingehend gemeint, dass man gegenseitig Impfpolizei spielt? Ich frage ja nur. Dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, auch weitere Bürgerinnen und Bürger zum Impfen zu überzeugen. Wir haben ja Bund und Länder in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart, dass wir mit drei Maßnahmen in Herbst und Winter gehen wollen, auch um einen sicheren Herbst und Winter möglich zu machen. 3G, geimpft, genesen, getestet für Innenräume, Gastronomie, Veranstaltungen. Jetzt ist hier wieder generell von Innenräumen die Rede. Damit wären auch normale Geschäfte erfasst, aber das hatten wir ja schon mal. Da ist die Bundesregierung in meinen Augen zielgerichtet tätig darin, das Ganze vage zu halten. AHA-Regeln, insbesondere auch die medizinischen Schutzmasken in Bus, Bahn, Einzelhandel und vor allem impfen, impfen, impfen. Und daher ist es wichtig, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger von einer Impfung zu überzeugen. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Herrn Gent und Herrn Zahn vom Handelsverband und von KIK als einem Unternehmen auch aus dem Handelsverband die gemeinsame Impfaktion vorstellen können. Das Werben für das Impfen ist nur erfolgreich, wenn auch möglichst viele mitmachen und mithelfen. Und dass der Handelsverband und seine Mitgliedsfirmen eine solche Impfaktion initiieren, das ist alles andere als selbstverständlich. Das waren keine leichten Monate für viele, auch und gerade im Einzelhandel in den letzten 18 Monaten. Und umso dankbarer bin ich für diesen geschlossenen gemeinsamen Antritt auch in dieser Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das etwas erstaunlich, wenn Regierung und Wirtschaft hier derart im Gleichschritt marschieren, aber vielleicht höre ich ja da das Gras wachsen. Impfquoten hochzubringen, das ist das gemeinsame Ziel. Es mangelt nicht an Informationen, das zeigen auch alle Erkenntnisse, alle Zahlen, die wir haben. Allein unsere Social-Media-Kampagne zur Impfung hat statistisch gesehen jede Bürgerin, jeden Bürger 23 Mal bislang erreicht. Jetzt wissen Sie wenigstens, wo Ihre Steuergelder hingehen. Wir haben mehr als 1,8 Milliarden Impressionen. Dazu kommen Plakataktionen, Anzeigen, öffentliche Auftritte, Interviews, Flyer, TV-Spots, übrigens auch in vielen verschiedenen Sprachen. An Infos, an Informationen zum Impfen kam eigentlich niemand vorbei in den letzten Monaten. Das stimmt, Kritiker sprechen hier allerdings auch von Propaganda statt Information. Vielleicht wäre Werbung neutraler. Allerdings fehlte es manchmal an Gelegenheit, vor allem auch an der einfachen Gelegenheit am Spielplatz, Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz. Bei der Stelle kam ich nun wirklich ins Grübeln und ich dachte, ich habe mich verhört, ich habe sie mehrfach angehört und jetzt beim Schneiden extra nochmal zielgerichtet gesucht. Es fehlt an Möglichkeiten zum Impfen am Spielplatz. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Unglaublich in meinen Augen. Auch wenn Kinder vielleicht hier nicht gemein sind, aber man geht mal kurz raus mit dem Kind spielen und soll dann nebenher noch schnell geimpft werden. Herr Spahn, erstaunlich.
wo auch immer am Marktplatz sich Menschen begegnen, in der Fußgängerzone oder eben auch beim Einkaufen, die einfache Gelegenheit zu schaffen, sich impfen zu lassen. Das klingt für mich eher nach Drückerkolonne als nach einer ausgewogenen medizinischen Entscheidung, wo ein normales Beratungsgespräch stattfindet und wo die Leute auch dahingehend beraten werden, was die Risiken und Nebenwirkungen sind und wie es mit ihrer persönlichen Krankheitsgeschichte zusammenpasst. Wieder erstaunlich. Ich möchte, meine Damen und Herren, aber auch grundsätzlich noch mal zwei Dinge zum Impfen sagen. Impfen, ja, ist eine persönliche, eine freie Entscheidung und das soll es auch bleiben. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht zu errichten. Entschuldigung, ich kann das sächsisch nicht nachmachen, aber ich halte diese Aussage für unglaublich, für zynisch und für unsäglich, denn die Bundesregierung macht alles, um die Impfung nicht zu einer persönlichen Entscheidung zu machen. Faktisch werden Ungeimpfte erpresst. Anders kann man es nicht sagen. Sie werden schikaniert, sie werden massiv unter Druck gesetzt und sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist ja eine persönliche Entscheidung, jeder kann das selber machen. Das ist ein Zynismus, wie er in Demokratien eigentlich nichts verloren hat. Und mich macht das, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht das wütend, wenn man so offen lügt und heuchelt. Aber es ist eben auch eine Entscheidung, die auch andere betrifft. Schon im eigenen Umfeld, die Familie, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, aber in dieser Pandemie auch uns als Gesellschaft. Vielleicht bin ich hier etwas überempfindlich, aber das klingt für mich nach Sozialismus. In erster Linie betrifft die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ihn selbst. Das sage ich als jemand, der gegen eigentlich alles geimpft ist und ein großer Freund von Impfungen ist generell. Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen. Wir sehen auf den Intensivstationen, dass über 95% der Covid-19 behandelten Patienten dort nicht geimpft sind. Und das alles. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt, sind aktuell wieder mehr als 1.300 Mitmenschen, die dort behandelt werden. Und wie vorhergesagt, sind nun auch die Jüngeren stärker mit Covid-19 betroffen. Im Krankenhaus liegen aktuell besonders viele Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. Und auch auf den Intensivstationen wird der Altersdurchschnitt immer jünger. Er war ja sehr, sehr hoch und es wäre interessant hier zu wissen, wie hoch er nun wirklich ist und leider verschweigt das Herr Wieler. Und leider fragt ihn auch keiner der Kollegen danach. Das liegt daran, dass der Großteil der Betroffenen nicht geimpft ist, denn die Impfung schützt sehr gut vor schweren Verläufen. Daher zum einen der Dank an alle, die sich haben impfen lassen, aber auch meine Bitte, alle, die sich impfen lassen können, sich aber noch nicht haben impfen lassen, bitte lassen Sie sich impfen. Und das gilt für alle Menschen in unserem Land, die älter als 12 Jahre sind. Das Risiko, dass Geimpfte wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, ist zurzeit 10-mal geringer als bei Nicht-Geimpften. Wir vom Robert-Koch-Institut schätzen, dass durch Impfungen zwischen Januar und Juli diesen Jahres rund 77.000 Krankenhausaufenthalte und rund 20.000 Fälle auf Intensivstationen verhindert worden. Hier wäre es sehr, sehr spannend zu erfahren, wie diese Zahlen zustande kommen und wie sie sich verhalten im Umkehrschluss im Verhältnis zu Nebenwirkungen zu Impfungen. Wobei da ja Kritiker sagen, dass die oft nicht als Nebenwirkungen erfasst werden. Ich kann das als Nichtmediziner nicht beurteilen. Die Nachfragen dazu hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Leider habe ich sie nicht gehört. Es wurden auch rund 38 Todesfälle bereits verhindert. Auch da würde mich interessieren, wie man auf diese Zahl kommt. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass ja einige Fälle bekannt sind, wo sogar erwiesenermaßen durch die Impfung es zum Todesfall kam, dann hätte ich da doch durchaus mehr als 38 verhinderte Todesfälle durch die Impfung erwartet. Fragen über Fragen. Nur gestellt werden sie leider nicht. Leider. Warum? Das ist ein wirklich großartiger Erfolg der Impfung, die jedem über 12-Jährigen in unserem Land nun zur Verfügung steht. Zweitens, wir schützen mit der Impfung indirekt auch andere. Wir zeigen Solidarität. Die Impfung bietet zwar keine 100%ige Sicherheit, aber je mehr Menschen geimpft sind, desto schwieriger wird es für das Virus, sich auszubreiten, desto weniger Virusvarianten
können sich ausbilden. Merkwürdig, das klang im Januar noch haargenau umgekehrt aus dem Mund des gleichen Mannes. Und etwas, worauf ich Sie auch hinweisen möchte, ist, es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Zwischen Januar und Juli 2021 haben Impfungen schätzungsweise mehr als 700.000 Infektionsfälle vermieden. Auch hier zwingt sich wieder geradezu die Frage auf, woher weiß man das, wenn man doch Geimpfte kaum noch testet, im Gegensatz zu Ungeimpften. Und man verzweifelt schier, dass diese Frage nicht gestellt wird. Wer sich impfen lässt, trägt also auch zum Schutz derjenigen bei, die sich nicht impfen lassen können. Das sind momentan vor allen Dingen Kinder unter 12 Jahren. Unsere Modellierungen zeigen eindeutig, hohe Impfquoten bei den über 12-Jährigen und bei Eltern, Lehrkräften und Betreuern schützen die jüngeren Kinder mit und verhindern auch dort schwere Fälle. Das liegt also in unseren eigenen Händen. Auch hier werden die Menschen wieder in die Irre geführt. Etwas später muss Wieler auf der gleichen Pressekonferenz auf Nachfrage einräumen, dass es bei den jüngeren unter 12-Jährigen eben kaum schwere Fälle gibt. Aber damit lässt sich natürlich nicht so gut Angst machen. Ja, hallo, ich bin Sebastian Heinrich von Nachrichtenblatt Watson. Axel Gerschlauf, der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein, hat gegenüber der Rheinischen Post eine Impfnachweispflicht für Lehrer gefordert. Das ist natürlich in der Zuständigkeit der Bundesländer, aber wie stehen Sie dazu? Befürworten Sie eine Impfnachweispflicht für Lehrer in den Schulen? Das Auskunftsrecht des Arbeitgebers für Schule, Kita, Pflegeeinrichtung, Gemeinschaftseinrichtung hat der Bundestag gestern beschlossen. Ich gehe davon aus, dass der Bundesrat auch zustimmen wird am Freitag. Und dann hat der Arbeitgeber in diesem Fall dann eben an den Schulen, auch bei den Lehrern, das Recht, bei denjenigen, die in Bereichen, also es geht jetzt nicht um die Verwaltung, sondern in den Bereichen, wo man eben etwa mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, dann auch nach dem Impfstatus zu fragen und daraus folgernd dann Arbeitsorganisationen zu verändern oder zusätzliche Schutzmaßnahmen für, was die Schutzausrüstung, Maske, anderes angeht, für diesen Mitarbeiter auch anzuordnen. Auf gut Deutsch, ungeimpfte Lehrer im Zweifelsfall hinter Plexiglas oder zu Verwaltungsarbeiten in den Kellern. Entschuldigung, dass ich etwas zuspitze, aber ich finde es bitter. Zusatz. Moment, ich mache das Mikrofon aus. Es wird ja viel diskutiert darüber, dass das verschärft werden soll, die allgemeine Nachweispflicht in Richtung 2G, also dass die Testung sozusagen weniger Aussagekraft haben soll in Zukunft. Wie stehen Sie dazu? Wie schnell sollte das aus Ihrer Sicht verschärft werden? Vielleicht höre ich wirklich das Gras wachsen, vielleicht bin ich wirklich überempfindlich, aber auch bei dieser Frage klingt es für mich wieder so, als ob der Journalist sich geradezu eine härtere Vorgehensweise wünscht. Und das zog sich heute wie ein roter Faden, wie so oft, wie fast immer, durch die Bundespressekonferenz. Ich werde Ihnen ein paar Beispiele bringen. Nun, wir haben ja miteinander vereinbart, Bund und Länder, dass wir mit 3G geimpft, genesen oder getestet für die Innenräume Herbst und Winter sicherer machen wollen, in der Kombination 3G, AHA-Regeln, ich sage noch einmal, vor allem auch im Bus und Bahn, Einzelhandel, medizinische Schutzmaske, Hygienekonzepte und impfen, 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 bin ich weiterhin optimistisch, dass das gelingen kann. Das ist das Ziel, das Unbedingte. Gleichzeitig ist nicht nur politisches Ziel, sondern auch Rechtslage, dass es für Geimpfte und Genesene keine weiteren Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren gibt und geben wird. Soweit ich informiert bin, müssen auch Geimpfte bei einer Rückkehr aus Virusvariantengebieten in Quarantäne. Wenn ich da richtig informiert bin, dann war das gerade eine Lüge, was Herr Spahn sagte. Vielleicht irre ich mich auch, bitte googeln Sie es. Aber der Stand, den ich kenne, Quarantäne auch für Geimpfte bei Virusvariantengebieten. Also auch da ist die Aussage, die ist ja auch für den Einzelhandel und andere wichtig, sehr, sehr klar. Und dann gibt es Modelle, wo zum Teil private Veranstalter, 1. FC Köln, Restaurants, andere sagen, wir machen 2G, geimpft oder genesen, weil das tatsächlich nochmal eine zusätzliche Sicherheit, einen zusätzlichen Schutz gibt. Ja, man merkt Spahn hier förmlich an, wie sehr ihm diese zusätzliche Gängelung gefällt. Und er wird das auch noch ausführen, wie sinnvoll er das findet. Getestete, obwohl die eigentlich am sichersten sind, auszuschließen. Medizinisch, hat mir heute gerade ein Arzt gesagt, würde das keinen Sinn machen, da der Getestete noch sicherer das Virus nicht weitergibt als ein Geimpfter. Aber da gibt es sicher auch unterschiedliche Meinungen. Das als kleiner Hinweis an die YouTube-Zensoren.
Und das ist ja auch völlig okay. Und ich finde auch den Weg, den etwa Hamburg gegangen ist, zu sagen, 3G gilt grundsätzlich, aber wer 2G macht als privater Anbieter, weil dann der Schutz sozusagen sich erhöht und im Übrigen ja auch multipliziert, wenn man so will, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn nur Geimpfte und Genesene anwesend sind, kann man andere Schutzmaßnahmen dafür reduzieren. Entweder sind die Tests sicher und nur dann machen sie Sinn, oder sie sind nicht sicher und dann frage ich mich, was der Sinn ist. Für mich widerspricht das Ganze, was hier Herr Spahn vorträgt, der Logik. Etwa damit Mengenbegrenzungen im Kino, also dass wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer möglich sind oder mehr Besucher möglich sind, dass das eine Option für die privaten Anbieter ist, finde ich eigentlich einen ganz klugen Weg. Aber die Grundmaßnahme für Herbst und Winter, die wir vereinbart haben und die dann, wenn die Impfquote hoch genug ist, auch trägt durch Herbst und Winter, ist 3G. Also hier nochmal, der Bundesgesundheitsminister findet es einen ganz klugen Weg, nicht Geimpfte und nicht Genesene vom sozialen Leben auszuschließen. Da wissen wir, wo die Reise hingehen kann. Herr Jung, dann der Kollege in der Mitte. So, und jetzt kommt wieder der Kollege Jung zum gefühlt 500. Mal mit der gleichen Frage, ob es die vierte Welle denn nicht schon gäbe und ob da nicht die falschen Worte benutzt werden. In meinen Augen Wortglauberei, aber auch Wortglauberei hat in Demokratien ihren Platz. Voilà. Herr Wieler, Sie haben schon am 25. Juli bekannt gemacht, dass die vierte Welle begonnen hat. Die Bundesregierung hat wochenlang beharrlich vermieden, dies zu bestätigen, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Herr Spahn jetzt davon spricht, dass die vierte Welle läuft und nicht nur kommt, wie Herr Spahn noch im August meinte. Herr Wieler, wie erklären Sie sich, dass die Bundesregierung das wochenlang beharrlich vermieden hat? Und warum haben die das gemacht? Wie erklären Sie sich das? Und was haben wir daran, also ist dadurch Zeit verloren gegangen? Also ich vermag das nicht zu beurteilen, wer vermieden hat, welche Welle zu benennen. Die Bundesregierung. Wir sehen schon seit mehreren Wochen den Anstieg. Und den Anstieg, den dokumentieren wir ja in unseren täglichen Berichten. Wir haben ja werktäglich Berichte im RKI, die ja jeder lesen kann und feststellen kann. Und der entscheidende Punkt ist ja der, wir müssen die ganze Zeit, wir müssen versuchen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das tun wir ja durch die Grundmaßnahmen, diese AH+L-Regeln, die wir insbesondere im öffentlichen Raum haben und dadurch, dass wir die Impfkampagne anwerfen müssen. Und ich denke, der entscheidende Aspekt ist, dass wir diese Maßnahmen kontinuierlich umsetzen und dass wir sie, wenn die Welle weiter zunimmt, natürlich eventuell verschärfen müssen. Das heißt also, die Maßnahmen sind ja kontinuierlich umgesetzt, werden kontinuierlich umgesetzt und sie sollen ja verhindern, dass die vierte Welle zu groß wird. Das heißt also, der entscheidende Aspekt aus meiner Sicht ist, die Grundmaßnahmen, die Herr Bundesminister Spahn eben auch nannte, kontinuierlich beizubehalten und die Impfquoten so hoch wie möglich zu bringen. Das ist meine Antwort darauf, weil diese Maßnahmen sind kontinuierlich aufrechterhalten worden und das ist der entscheidende Punkt, ob man das nun eine vierte Welle Mitte Juli nennt oder Ende Juli, da sehe ich keinen Zeitverlust. Ich nur kurz ergänzen darf, Herr Jung, da Sie ja immer gut informiert sind. Ich habe bereits am 21. Juli darauf hingewiesen, dass wir eine Verdopplungszeit von 12 Tagen haben. Ich habe eine Inzidenzgrößenordnung genannt, dreistellig höher, für wenn wir nichts tun, die sich ergeben würde, weil wir in der vierten Welle sind. Insofern ist Ihre Behauptung jedenfalls, die Sie gerade aufgestellt haben, einfach nicht richtig, von Fakten nicht gedeckt. Die Bundesregierung und auch das Bundesministerium für Gesundheit nimmt das, was wir mit der Delta-Variante an höheren Infektionszahlen auch schon im Sommer gesehen haben, auch im Vergleich zum letzten Sommer, sehr, sehr ernst. Das ist auch der Grund, warum wir angeregt haben, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz früher trifft, nämlich schon Anfang August, um dann ja die Maßnahmen für einen sicheren Herbst und Winter zu beschließen. Zusatz. Die Fakten und Tatsachen sind, dass die Bundesregierung, ihre Sprecher und Sie selbst nicht von der vierten Welle sprechen wollten, so wie das RKI das getan hat. Wir haben hier wochenlang in der REC-PK danach gefragt. Sie haben selber noch im Mitte August bei der CDU-Bundestagsfraktion davon gesprochen, dass die vierte Welle kommt und nicht bereits begonnen hat. Das ist ein großer Unterschied, Herr Spahn. Und darum geht es hier.
Nein, also das erstens mal, ich weiß ja nicht, können mich ja gerne begleiten dieser Tage in Deutschland. Ich mache seit 4 Wochen jeden Tag mehrere Veranstaltungen, wo ich den Zuschauerinnen, den Besucherinnen und Besuchern sage, ich finde das jetzt irgendwie auch Wortklauberei, aber das, okay, gehört dazu manchmal, dass wir in der 4. Welle sind. Also das ist ja offenkundig so. Die Inzidenz steigt seit Juli, August und zwar deutlich höher, als das letztes Jahr im Sommer war. Und gleichzeitig ist das eine andere Welle als alle 3 Wellen zuvor. Eine Frage an Herrn Wieler. Weiß das Robert-Koch-Institut eigentlich, wer die Menschen sind, die nicht geimpft sind? Also durch welche sozioökonomischen Daten zeichnen die sie aus? Und für den Fall, dass sie es nicht wissen, wäre dieses Wissen nützlich und hilfreich zur Erhöhung der Impfquote? Was für ein Framing hier in der Frage, durch welche sozioökonomischen Daten fallen die auf, die sich nicht impfen lassen, so als sei das eine ganz homogene Gruppe und als ob es nicht in jeder Gruppe Menschen geben könne, die da einfach eine eigene Entscheidung treffen. Haut mich um, so eine Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, was da für ein Bild dahinter steckt, für ein Menschenbild und für ein Bild von denjenigen, die die Corona-Impfung nicht machen wollen. Also im Detail wissen wir das tatsächlich nicht. Es gibt allerdings einige Befragungen, die teilweise repräsentativ sind, teilweise auch weniger. Ich zitiere ja oft hier in dem Zusammenhang die COSMO-Studie, die uns schon seit, glaube ich, März 2020 begleitet, die uns sehr viel Informationen gibt. Danach wissen wir, dass in Deutschland rund 10% der Befragten sich eher nicht impfen lassen wollen. Darunter sind etwa 5%, die, also die Hälfte von diesen 10% sind Menschen, die sich tatsächlich mehr oder weniger verweigern der Impfung, also echte Impfgegner. Und wir wissen aus vielen anderen Studien, dass es verschiedene Gruppierungen gibt und verschiedene Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Und dazu gehören teilweise auch bildungsferne Schichten, weil sie nicht entsprechend die Informationen aufnehmen und verarbeiten, die ihnen gegeben werden. Dazu gehören aber auch Menschen, die insgesamt im Umfeld natürlich der Corona-Leugner sich befinden. Menschen, die die Corona-Krankheit leugnen, werden sich natürlich auch nicht impfen lassen. Über die Corona-Leugner gibt es bestimmte Studien, wer dort teilnimmt. Sie finden dort alle möglichen Bildungsschichten. Das heißt also, der entscheidende Punkt, und darauf will ich eigentlich jetzt hinaus, ist der, und das bestätigen Daten, die das Robert-Koch-Institut ja auch schon seit vielen Jahren im Bereich der Impfungen macht, unabhängig von Covid-19-Impfung. Es kann uns gelingen, wenn wir in Gespräche mit diesen Menschen kommen und wenn Ärzte in Gespräche mit diesen Menschen kommen, sie davon zu überzeugen, dass die Impfung sinnvoll ist. Diese ganze Aussage müsste man eigentlich ein zweites Mal hier einspielen, weil hier sehr fein, so dass man an den einzelnen Aussagen nichts aussetzen kann, unterschwellig der Eindruck erweckt wird, das sind entweder Leute, die generell gegen die Impfung sind oder bildungsferne Schichten oder Leute, die generell sagen, Corona sei ungefährlich. Ich persönlich habe da ganz andere Erfahrungen in meinem Umfeld und aus vielen Gesprächen sind sehr viele Menschen aus bildungsaffinen Schichten, Menschen, die sehr für das Impfen sind, die nur Probleme haben mit einer nur sehr kurz erprobten und sehr schnell zugelassenen Impfung. Wie hier geframed wird, ist abenteuerlich und so entstehen auch Feindbilder von ganz oben. Was die Daten zeigen, die Befragung, ist, dass es ein großer Teil der Menschen ist unsicher. Es gibt zum einen Gruppierungen, die sagen, diese Entwicklung des Impfstoffes, die ging so schnell, dem traue ich nicht. Dabei haben wir mehrfach erklärt, dass verschiedene Entwicklungsphasen zusammengeschaltet wurden, dadurch wirklich einfach sehr effizient gearbeitet wurde. Darüber habe ich mit einigen Medizinern gesprochen und der Tenor ist, man kann Zeit nicht kaufen und es hatte einen Grund, dass man früher eben jahrelang brauchte, um sich über die Langzeitwirkungen kundig zu machen. Und man kann jahrelange Erfahrungen nicht durch das Parallelschalten von einzelnen Stufen ersetzen. So die Aussage von Medizinern, die sie mir gegenüber machten. Ich bin keiner, ich kann es nicht beurteilen. Der gesunde Menschenverstand gibt mir aber eine klare Antwort. Martin Nerbollier von Lacroix aus Frankreich fragt, ob Sie einen Zusammenhang zwischen Impfquote in bestimmten Regionen und Wahlverhalten, besonders Nähe zur AfD, gibt. Eine Korrelation zwischen Impfskepsis und Sympathie für die AfD. Man traut seinen Ohren nicht. Der Minister sagt dann zwar, da könne man sich an Spekulationen nicht beteiligen, aber er lässt sich ein Hintertürchen offen. Daten. Wir haben einen West-Ost-Unterschied. Wir haben übrigens einen Nord-Süd-Unterschied auch.
Wir haben in Bremen eine Impfquote, die bei den 18- bis 59-Jährigen fast 30% höher ist als in Sachsen. So, insofern gibt es offenkundig regionale Unterschiede, ob es da Korrelationen oder Kausalitäten gibt, wie gerade beschrieben. Darüber will ich keine Spekulationen anstellen und setzen vor allem auch an bei den Informationen über Impfmythen und Verschwörungstheorien aller Art. Und Verschwörungstheorien und Mythen korrelieren wiederum teilweise mit dem, was bestimmte Parteien verbreiten. Das stimmt. Also doch noch ein Hieb gegen den politischen Gegner. Krankheit, Krankheit, Wahlkampf, Wahlkampf. Kurze Nachfrage zu Herrn Minister Spahn. Sie haben ja vorher erwähnt, dass jetzt die Arbeitgeber neben den Krankenhäusern auch in Altenheimen und Schulen verpflichtet werden, den Impfstatus abzufragen oder es ihnen ermöglicht wird. Die Öffentlichkeit hat davon ja zunächst gar nichts. Wäre es im Sinne der Transparenz sinnvoll, dass diese Einrichtungen zum Beispiel verpflichtet werden, den Anteil ihrer geimpften Beschäftigten auch zu veröffentlichen als nackte Zahl? Weil das ist ja möglicherweise interessant, wenn man ein Krankenhaus aufsucht oder ein Pflegeheim aufsucht, ob in der Einrichtung nahezu 100 oder nur 2 Drittel der Beschäftigten geimpft sind. Auch hier hört man aus der Frage heraus, dass sich der Fragesteller genau die Daumenschraube, nach der er fragt, offensichtlich doch wünscht. Also zuerst einmal ist diese Information, da sie ja jetzt keine individuelle ist, eine, die die Einrichtung natürlich auch geben können. Aber unabhängig davon hat auch die Öffentlichkeit und vor allem sozusagen Dritte was davon. Also die Frage, ob der Arbeitgeber weiß, ob eine Pflegekraft geimpft ist oder nicht, hat viel damit zu tun, wo sie eingesetzt werden kann, unter welchen Umständen und mit welchen Schutzmaßnahmen. Und ich finde es jedenfalls schwer erklärbar. Und es würde mich geradezu wütend machen, wenn ich ein Angehöriger wäre, wenn ich wüsste, dass meine Mutter, meine Großmutter, der Partner erkrankt, weil eine Pflegekraft, jemand, der eigentlich sich um den Menschen kümmern soll, dem anvertraut ist, entsprechend jemanden angesteckt hat, ungeimpft. Was da so zwischen den Zeilen angedeutet wird, ist in meinen Augen nichts anderes als das Schüren von Hass bzw. Hetze gegen Ungeimpfte und das aus dem Sessel des Ministers heraus. Unfassbar. Und wenig später sagt Spahn dann in der gleichen Bundespressekonferenz, man dürfe nicht spalten. Für mich ist das nur noch kognitive Dissonanz. Ich erkenne da keine Zusammenhänge mehr. Es macht mich schlicht sprachlos. Viele Menschen in dieser Pandemie, dass zumindest mal die Frage, wer für wen wie geschützt in der Umgebung ist, finde ich, erlaubt sein sollte. Schöne neue Welt, da sind wir nur noch einen Schritt weit von dem entfernt, was jetzt in Österreich geplant ist, dass man Ungeimpfte äußerlich erkennen kann, denn die sollen künftig FFP2-Masken tragen, also die härteren Masken. Dann sieht man schon von außen, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und ja, da braucht man nur etwas in die Geschichte schauen, um zu wissen, dass so etwas nicht ganz unbedenklich ist. Zahn wollte ergänzen, bitte. Ja, vielleicht mal aus den Unternehmen. Es ist schon so, dass die Impfgegner sehr, sehr laut sind. Zwar eine sehr, sehr kleine Gruppe unseres Erachtens, aber unseren Social-Media-Kanälen und seit wir die Kampagne fahren, bekommen wir schon auch Gegenwind, der sehr massiv ist. Ja, da hätte dem Chef von KIK wohl jemand sagen müssen, dass es in Demokratien, wenn man eine Kampagne fährt, eben auch Gegenwind geben kann. Der aber, wenn man ihn zurückverfolgt, wird sehr automatisiert ist. Also es ist schon eine sehr, sehr laute Gruppe, die Impfgegner, und dadurch schon Meinungsmache auch gemacht wird. Wir stellen selber bei KIK fest, das ist jetzt nicht empirisch bewiesen, wir haben 68% Frauenanteil bei uns, dass insbesondere die jüngeren Frauen sehr, sehr verunsichert sind und dort Aufklärung der Schlüssel ist. Und natürlich auch, sagen wir, bei der Impfstoffeinführung gab es auch, das muss man, finde ich, glaube ich, auch selbstkritisch sagen, mit Sicherheit hat es da auch geruckelt in der medialen Darstellung, sodass da einige Fragezeichen noch, insbesondere wenn es um das Thema Schwangerschaft geht. Ich kann Ihnen das nicht empirisch wiedergeben, ich kann Ihnen das nur aus den Gesprächen mit unseren Mitarbeitern wiedergeben, dass dort große Fragezeichen sind. Und ich glaube, es liegt an uns allen, hier mit Aufklärung Hilfestellung zu leisten, dass wir gemeinsam aus der Pandemie kommen. Faszinierend, was da für ein Weltbild beim KIK-Chef zum Vorschein kommt. Also es hat geruckelt in der medialen Darstellung, es gab Fragezeichen. In einer Demokratie muss es in der medialen Darstellung Fragezeichen geben. Und was er hier kundtut, das ist eine totalitäre Denkweise in meinen Augen. Also er beklagt sich, dass in den Medien Zweifel geäußert wurden. Dazu sind Medien da. Es ist unfassbar, wo wir gelandet sind in Deutschland im Jahre 2021.
21. Ich werde mir in Zukunft zweimal überlegen, ob ich bei Kick einkaufe. Ja, Herr Spahn, Sie haben dies als eine Pandemie der Nichtgeimpften bezeichnet. Herr Bieler hat gesagt, dass sich Menschen, die nicht geimpft sind, über kurz oder lang infizieren werden. Das betrifft ja vor allem zwei Gruppen, vor allem unter 12-Jährige. Die wurden ja noch gar nicht erwähnt heute. Und Menschen in Entwicklungsländern, die keine Impfstoffe zur Verfügung haben. Und da würde ich gerne Herrn Bieler fragen, was Ihre Erkenntnisse im Augenblick sind, was die Risiken für Kinder angehen, die sich nicht impfen lassen können. Und wie verantwortlich es ist, in eine vierte Welle zu gehen, ohne Impfangebote für unter 12-Jährige. Und an Herrn Spahn, warum ist das so langsam, diese Impfstoffentwicklung für unter 12-Jährige? Wie hoch ist die Priorität, dass man diese Gruppe überhaupt adressiert, die ja heute nicht besprochen wurde? Und welche Hoffnungen können Sie Menschen in Entwicklungsländern machen, die weiterhin wohl auch keinen Zugriff auf Impfstoffe haben? Vielleicht ist es so langsam, weil es um Kinder geht und weil da das Risiko besonders hoch ist. Aber um Gottes Willen, ich will den Antworten nicht vorgreifen. Also Sie haben komplett recht, bislang gibt es für diese Gruppe keine zugelassenen Impfstoffe. Nun, wir wissen aus den bisher vorliegenden Daten, dass die Krankheitslast, also die Krankheitsschwere, die bei Kindern auftritt, nicht so hoch ist, wie das bei Älteren ist. Und je älter Menschen werden, desto größer ist die Chance, dass sie ernsthaft erkranken. Das ist zunächst mal ein rein epidemiologischer Befund. Wir haben aber immer noch nicht wirklich genügend Daten, um ausschließen zu können, dass auch Kinder natürlich schwerer erkranken. Wir wissen, dass es einzelne Fälle gibt. Wir haben ja in Deutschland, glaube ich, bislang auch einige Kinder, die verstorben sind. Das sind nicht viele, aber selbstverständlich gibt es dort Einzelfälle. Danke, dass das hier explizit korrekt gesagt wird. Was aber Herrn Wieler nicht daran hindert, jetzt gleich wieder anzufangen, Kinder als Rechtfertigung für den massiven Impfdruck zu nehmen. Und was auch ansonsten unsere Politiker nicht hindert, immer wieder Kinder vorzuschützen und die Gesundheit der Kinder. Obwohl hier selbst Herr Wieler sagt, dass das den Fakten nicht entspricht. Und wir wissen natürlich auch, dass Kinder auf Intensivstationen auch liegen. Also momentan sind in der Charité liegen 39 Menschen auf Intensivstationen und davon sind 24 eben unter 59 und einer ist auch unter 20 Jahren alt. Und sofort geht das Framing weiter. Hier heißt es, Kinder liegen da, dann wird eine hohe Ziffer genannt, dann heißt das, das sind die 59 bis noch wasjährigen und einer unter 20 Jahre alt. Und zuvor hieß es, Kinder liegen da. Also ist das schon mal gelogen? Wenn, dann ist es maximal ein Kind. Und warum dann unter 20 Jahren? Warum werden wir für so dumm verkauft? Und warum lassen es so viele mit sich machen? Warum kommt hier keine Nachfrage? Das ist so, dass diese Impfstoffe momentan auch in Entwicklung sind. Das heißt also, auch dort gibt es Untersuchungen und man rechnet damit, dass vielleicht im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, ein Impfstoff vielleicht dann zur Zulassung kommen wird. Für eine Gruppe, die laut Wieler kaum betroffen ist. Und auch dieser Widerspruch wird nicht aufgegriffen, es wird nicht nachgefragt. Aber der entscheidende Punkt ist der, da wir eben momentan keinen Impfstoff haben, ist es unser aller Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass diese Kinder möglichst eben nicht infiziert werden. Ja, und da geht es schon wieder weiter. Gerade eben gesagt, Kinder kaum betroffen und jetzt werden die Kinder wieder vorgeschützt. Fassungslos macht mich das. Und das heißt, wie können wir das erreichen? Das eine ist, dass alle anderen sich möglichst impfen lassen. Denn dann hat das Virus weniger Chancen, sich auszubreiten. Das ist also eine Solidarität all derer, die sich impfen lassen können. Und der zweite Aspekt ist, dass wir eben nach wie vor dort, wo diese Kinder zusammenkommen, in Kitas und in Schulen, eben bestimmte grundsätzliche Maßnahmen der Infektionsprävention weiter aufrechterhalten. Das kann ich nur ergänzen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Satz auch. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt, aber es ist eine Entscheidung, die viele andere betrifft. In der Pandemie zumal. Und das gilt insbesondere auch für die unter 12-Jährigen. Die Frage, ob sich über 12-Jährige impfen lassen oder nicht, hat Auswirkungen für die unter 12-Jährigen. Und gerade Kinder haben auf ziemlich viel verzichten müssen in den letzten Monaten, um Ältere zu schützen. Und jetzt sollten die Impfmuffel im Zweifel sich auch dazu vielleicht mal zwei Gedanken machen, ob es nicht dann auch im Interesse aller gemeinsam wäre, auch der Kinder, sich für eine Impfung zu entscheiden. Schamlos und dreist ist das in meinen Augen. Der Mann, der eine Hauptverantwortung dafür trägt, dass so viele Kinder so massiv leiden mussten, dass
Kinderpsychiatrien teilweise überlastet sind, dass es dort teilweise Triage gibt in der Kinder- und Jugendpsychologie. Und er stellt sich jetzt hin und sagt, um diese Kinder zu schützen vor Covid-19, müssen die anderen etwas machen. Es ist mit dem Verstand kaum noch nachvollziehbar. Da kann man nicht im Zweifel einfach nur ein bisschen die Dosierung anpassen oder so, sondern das muss sauber und gut in Studien untersucht werden, natürlich, was der Impfstoff dann im jüngeren Körper an Wirkungen und Nebenwirkungen hat. Das findet statt. Es wird auch nach Altersgruppen sozusagen, geht von 12 Jahr für Jahr runter. Auch das dauert seine Zeit. Möglicherweise wird es einen Zwischenschritt geben. Erst ein Impfstoff für 6 bis 12 und dann nochmal zeitverzögert wegen der Studienlage für die noch Jüngeren. Wir rechnen tatsächlich damit und die Hersteller und die Studienlage ist so, dass es rund um den Jahreswechsel, aber da kann jetzt keiner, weil es eben die Daten dafür braucht. Wir wollen das solide machen. Wir machen Zulassung auf solider Datenlage. Die Datenlage dafür braucht, es dann zu einer Zulassung kommen kann. Dann wurde es noch gespenstischer. Es gab ein Sonderlob von Wieler für die STIKO, die politisch eingeknickt ist, die sich dem Druck gebeugt hat. Und Herr Wieler lobt sie dann in höchsten Tönen dafür, dass sie genau das angeblich nicht tut, was sie eben genau getan hat. Faszinierend. Herr Jessen, ist dran. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Wieler, Herr Professor Wieler, zur STIKO. Sie arbeiten ja im Grunde ähnlich wie die STIKO in der Mixed Zone zwischen Wissenschaft und Politik. Bei der Impfempfehlung für die 12- bis 18-Jährigen war die STIKO ziemlich im Druck aus der Politik ausgesetzt. Bund und Länder hätten das gerne viel früher gehabt. Und Thomas Mertens, der Vorsitzende, hat sich öffentlich dagegen gewehrt. Wie bewerten Sie dieses Verhältnis? Ist das gut, dass die STIKO sich sozusagen so beharrlich auch auf den eigenen Weg und die Rechercheprozesse bezieht? Oder sollte das schneller gehen? STIKO hat kontinuierlich ihre Qualität verbessert, die hat eine Methodik verbessert. Die Compliance-Regeln der Mitarbeit, der Mitglieder wurde kontinuierlich erhöht. Warum? Damit sie unabhängig von Einflüssen von außen, das gilt sowohl von Ausflüssen von pharmazeutischer Industrie als auch zum Beispiel von Politik oder von irgendwelchen Bürgern, unabhängig, sachbezogen ihre Arbeit machen kann. Und das ist ein so hohes Gut. Ich kann Ihnen sagen, es gibt etliche Länder, die beneiden uns um die STIKO. Und ich kann nur sagen, wenn alle Menschen in unserem Land so ihrer Verantwortung nachkommen wie die STIKO, dann können wir sehr glücklich sein. Und ich bin sehr stolz, dass es die Männer und Frauen der STIKO gibt, die nämlich ihren Auftrag erfüllen nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, wünscht sich jetzt von der STIKO oder fordert sie auf, eine Empfehlung zur Drittimpfung zu geben, mit der Begründung, die STIKO fälle eben rationalere Entscheidungen als die Politik. Unterstützen Sie das? Also es gibt viele Wünsche von vielen Menschen und die STIKO wird das empfehlen, was anhand ihrer der Ihnen vorliegenden Daten korrekt ist. Dann kommen wir zu Ihnen, der Kollege hier. Mhm. Herr Beseke, RTL-NTV, bloß die Nachfrage, ob Sie vielleicht eine Erklärung haben, warum die Impfquote im Osten hinterherhinkt hinter der im Westen und ob das vielleicht in der Kombination auch zu sehen ist mit den dort vergleichsweise sinkenden Inzidenzwerten. Gerne die Frage an beide. Danke. Die Antwort darauf ist ausführlich und darum verweise ich hier auf die Gesamtaufzeichnung auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de. Da können Sie sich alles anhören. Jetzt noch der Abschluss der Spahn-Pressekonferenz mit Thilo Jung. Voilà! So, Herr Jung, kurz noch dazu. Herr Zahn. Warum bietet Kik zum Beispiel nicht irgendwie 10% Rabatt für Geimpfte an, wenn Sie es ernst meinen? Weil wir per se günstig sind, nein. Aber wir bieten das an, gemeinsam in Aktion, nur für uns ist es dann halt flächendeckend schwierig, das zu organisieren. Aber zum Beispiel, wir haben es eben mit Köln gemeinsam gemacht, wo wir eine langjährige Partnerschaft haben. Dort gab es so gesehen vom 1. FC Köln und von uns für jeden Geimpften oder der sich impfen lassen hat, nachher ein Paket, da hat Köln was reingetan, da haben wir was reingetan, eben Einkaufsgutschein. Und wir bieten jedem Partner oder auch Nicht-Partner an, uns da einzuspannen. Da sind wir gerne bereit zu, weil wir haben, wie gesagt, wir haben ein wirtschaftliches Interesse, dass es eine hohe Impfquote gibt, aber wir haben auch ein ganz hohes persönliches Interesse. So, und jetzt noch, last but not least, ein paar Impressionen von der Regierungssprecherpressekonferenz, die nach der Spahn-Pressekonferenz stattfand. Da ging es wieder, wie immer, Sie dürfen raten, dreimal. Ja, es ging vor allem um Afghanistan. Und ich verweise Sie auf die Gesamtaufzeichnung auf dem anderen Kanal.
und hier nur ein paar wenige Ausschnitte, was ich vor allem witzig fand, dass ja in der Spahn-Pressekonferenz der Minister es toll fand, wenn ganze Betriebe veröffentlichen müssen, wie hoch ihre Impfquote ist, dass die Regierung das aber offenbar nicht kann. Voilà. Okay. Und dann fragt er, Herr Breitschuster auch, kann vielleicht Frau Fietz beantworten, wie hoch ist die Impfquote im Bundeskabinett? Die Frage kann ich nicht beantworten. Da müssten in den einzelnen Ressorts nachgefragt werden. Herr Jessen hatte sich noch mit einer Frage gemeldet. Aber da im Bundeskabinett alle Beteiligten sich permanent für das Impfen ausgesprochen haben, gehe ich auch davon aus, dass alle Kabinettsmitglieder geimpft sind. Allerdings müsste das, um es hundertprozentig zu verifizieren, in jedem Ministerium nachgefragt werden. Ja, dann. Gut, dann ans Bundesgesundheitsministerium, auch von Herrn Reitschuster die Frage. Das DIVI-Register erfasst den Impfstatus der Intensivpatienten nicht. Laut BMG Herrn Gülde erfolgt dessen Meldung über die Krankenhäuser und die Landesbehörden an das Robert-Koch-Institut, erfolgt hier, fragt er, eine vollständige Meldung aus allen Krankenhäusern. Vielleicht ist Erfassung gemeint. Also hier erfolgt hier eine vollständige Meldung aus allen Krankenhäusern. Warum werden hier zwei Meldesysteme parallel betrieben? Also die Fragestellung kann ich jetzt so konkret nicht nachvollziehen. Es ist so, dass die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften bei den Hospitalisierungen erfasst werden, auch vom RKI ausgewiesen werden. Genau das sage ich ja in meiner Frage. Mir ging es darum, wie das Ganze geschieht und warum es doppelt geschieht. Deshalb ohne jetzt die Möglichkeit der Rückfrage gegenüber Herrn Reitschuster muss ich da ein bisschen... Aber die Frage bezieht sich darauf, warum das nicht über das DIVI-Register oder ob das stimmt, dass das nicht über das DIVI-Register erfasst wird, sondern auf dem zweiten Meldeweg. Das weiß ich an der Stelle nicht. Muss ich nachreichen. Bis 23.30 Uhr am Mittwoch gab es eine solche Nachreichung nicht. Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden seit Dezember 2020 weit über 130.000 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und bleibende Schäden durch Covid-19-Impfstoffe gemeldet. Dem stehen für den gesamten Zeitraum 2020 bis 2020 54.488 Fälle, wohlgemerkt für die Gesamtheit aller in dieser Zeitspanne verimpften Impfstoffe, entgegen bei 90 Millionen Corona-Dosen und 750 Millionen Impfdosen eingesetzt von 2000 bis 2020. Da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung, wie das Bundesgesundheitsministerium diese eklatanten Unterschiede bei den gemeldeten Verdachtsfällen bewertet und auch erklärt. Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Die kann man den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts ja entnehmen. Die sind sehr transparent und werden regelmäßig dargestellt. Ja, aber genau auf die hat der Kollege ja gerade verwiesen. Insofern erschließt sich das mir nicht, warum das jetzt hier nochmal wiederholt wird. Insgesamt ist es, und das haben wir ja auch während der gesamten Pandemie immer wieder betont, ist es so, dass die Covid-19-Impfstoffe sehr, sehr sicher sind und auch nur geringe Nebenwirkungen auftreten. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Der Kollege hat gerade aufgezählt, um wie viel die Zahl der Nebenwirkungen höher ist als bei früheren Impfstoffen. Und die Antwort ist, dass die Zahl der Nebenwirkungen ja so gering ist. Und von daher muss man sich im Detail auch die da bei der Überwachung gemeldeten Nebenwirkungen anschauen. In der Tat, die Nebenwirkungen muss man sich anschauen. Wer würde das bezweifeln wollen? Aber der Vorwurf geht ja genau dahin, dass man sie sich nicht so genau anschaut. Zusatz. Ja, meine Frage zielt ja darauf hinaus, dass innerhalb von 7 Monaten doppelt so viele Verdachtsfälle gemeldet worden sind, als in den letzten 20 Jahren für die Gesamtheit aller verimpften Impfstoffe für die letzten 2 Jahrzehnte. Und ich würde gern wissen, wie Sie diesen enormen Unterschied 7 Monate versus 2 Jahrzehnte erklären. Und das sind ja alles die Zahlen, die man im Paul-Ehrlich-Institut in Erfahrung bringen kann. Ja, sicherlich wird auch das Paul-Ehrlich-Institut im Sicherheitsbericht dazu Überlegungen angestellt haben, worauf das zurückzuführen ist. Ich kann jetzt nur vermuten, dass es sehr wahrscheinlich daran liegt, dass natürlich sehr viel genauer und vorsichtiger
bei neuen Impfungen darauf hingewiesen wird, bitte alle auftretenden Nebenwirkungen auch zu melden. Das hat ja auch das Paul-Ehrlich-Institut von Anbeginn immer so gesagt. Und ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Nebenwirkungen sind ja sehr geringe oder risikoarme Nebenwirkungen gewesen. Hier wäre die Flanke für Nachfragen riesengroß. Sie zwingen sich hier geradezu auf die Nachfragen, aber niemand stellt sie. Dafür zum gefühlt 100. Mal die Frage nach dem US-Drohnenkrieg. So, Herr Jung. Auch zu Rammstein, da gibt es auch eine dauerhafte Nutzung Rammsteins als Relaisstation für den US-Drohnenkrieg. Hat sich die Bundesregierung mittlerweile schon bei den USA über den völkerrechtlichen Status der letzten Drohnenangriffe in den letzten Wochen in Afghanistan informiert, beziehungsweise wird dies der Außenminister heute tun? Herr Jung, die Frage hatten Sie ja vor kurzem schon mal dem Kollegen Christopher Burger gestellt. Ich habe Ihnen an dieser Stelle zu dieser Frage nichts Neues zu berichten. Ja, er hatte auch nichts dazu zu berichten. Sie sind dazu verpflichtet, sich über den völkerrechtlichen Status dieser Drohnenangriffe bei den Amerikanern zu informieren. Haben Sie das bisher getan? Sie haben sich da in der Vergangenheit auch öffentlich dazu geäußert. Was sagen die Amerikaner? Was sagen Sie? Er hatte Ihre Frage damals beantwortet, soweit ich richtig informiert bin. Und auf diese Antwort verweise ich. Ja, weiter ging es mit sehr viel Afghanistan. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich es auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de an. Da haben Sie die Aufzeichnungen beider Bundespressekonferenzen. Ansonsten war es das für heute. Eine lange Analyse ist es geworden, aber ich denke oder hoffe auch eine interessante von zwei Bundespressekonferenzen, die ich online verfolgt habe und an denen ich auch online mit Fragen teilgenommen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie, unterstützen Sie auch. Wir müssen ja diese Aufnahmen aufkaufen von RTL. Das ist nur dank Ihrer Unterstützung möglich. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Schauen Sie wieder rein. Schauen Sie auch auf meine Seite. Auf Wiederhören. Ciao. Ja, und fast hätte ich es noch vergessen. Auf der Seite ein hochinteressanter Bericht von Alexander Wallasch über eine Dokumentation bei ProSieben, die sich vordergründig damit befasst, wie schlimm es ist, wie viel Hass wir in der Gesellschaft haben aufgrund von Corona und die dann ganz aktiv Hass in die Welt setzt gegen diejenigen, die Corona-Maßnahmen kritisieren. Eine phänomenale Sendung bei ProSieben. Man kann nicht umhin, das als Propaganda zu bezeichnen. Aber jetzt mache ich Schluss. Danke, auf Wiederhören. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Auch heute wieder kein anständiges Backstage. Ich verspreche mir, dass ich mir hier gute Vorsätze mache, aber heute dafür etwas viel Schöneres, viel Wichtigeres und viel Imposanteres. Ein paar Aussagen aus der Regierung direkt. Voilà. Wir beginnen mit einigen Vorankündigungen und wie immer mittwochs mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Bitte, Frau Fitz. Vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich berichte Ihnen aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute die vom Bundesminister des Innern für Bau und Heimat vorgelegte Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021 beschlossen. Damit werden die 2011 und 2016 beschlossenen Cybersicherheitsstrategien fortgeführt. Die Strategie beschreibt die grundsätzliche langfristige Ausrichtung der Cybersicherheitspolitik der Bundesregierung in Form von Leitlinien, Handlungsfeldern sowie strategischen Zielen. Sie hat einen aktiv gestalteten Charakter und soll ein zielgerichtetes und abgestimmtes Zusammenwirken aller Akteure ermöglichen und fördern. Cyber- und Informationssicherheit betrifft Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Deshalb adressiert die Strategie alle Akteure und bindet sie ein. Die Cybersicherheit ist eine Aufgabe der Gegenwart, aber auch eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. Verstärkt werden deshalb Schwerpunkte auf Zukunfts- und Schlüsseltechnologien gelegt. Die Leitlinien, Maßnahmen und Ziele bieten die Grundlage für ein sicheres Deutschland im Cyberraum in den kommenden Jahren. Hierzu definiert die Cybersicherheitsstrategie vier übergreifende Leitlinien. Das ist erstens die Cybersicherheit als gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zu etablieren. Zweitens die digitale Souveränität von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken.
drittens, die Digitalisierung sicher zu gestalten und viertens, Ziele messbar und transparent zu gestalten. Diese Leitlinien beschreiben Aspekte, die für alle vier Handlungsfelder der Cybersicherheitsstrategie gelten, die Ausrichtung der strategischen Ziele der Handlungsfelder anhand der Leitlinien gewährleistet ihr kohärentes Ineinandergreifen. Die Strategie wird nun dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Das war's zunächst aus dem Kabinett. Dann haben wir noch eine Ankündigung von Frau Fietz. Genau. Die Kanzlerin wird am kommenden Montag, dem 13. September, zu einer Westbalkanreise aufbrechen. Sie wird zunächst nach Serbien reisen und dort trifft sie zu einem Gespräch mit Staatspräsident Vucic zusammen, bei dem bilaterale wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften. Im Anschluss an das Gespräch mit dem serbischen Staatspräsidenten ist am Abend eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. In Belgrad wird die Bundeskanzlerin auch zu einem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft aus allen sechs Westbalkanstaaten zusammentreffen. Tags darauf, am Dienstag, dem 14. September, wird Bundeskanzlerin Merkel in die albanische Hauptstadt Tirana weiterreisen. Dort trifft sie zunächst zu einem bilateralen Programmteil mit dem albanischen Ministerpräsidenten Rama zusammen, bei dem wiederum bilaterale wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften. Am Mittag wird sie zu einem Mittagessen mit den Regierungschefs aller sechs Westbalkanstaaten zusammentreffen, bei dem es vor allem um Fragen der regionalen Zusammenarbeit gehen soll. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz vorgesehen und vor ihrer Rückreise nach Berlin wird die Bundeskanzlerin zu bilateralen Gesprächen mit den Regierungschefs von Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien zusammentreffen. Danke. Gibt es dazu Fragen? Bitte. In Bosnien gibt es seit mehreren Jahren Pflegenotstand, weil Deutschland massiv dortige Pflegekräfte abgeworben hat. Wird diese Thematik auch Teil der Gesprächsagenda sein mit dem bosnischen Präsidenten? Ich kann den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen, aber ich denke, alle Themen, die auf beiden Seiten aktuell sind, werden aufgegriffen werden können. Ja, natürlich. Danke. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Und ich. Da war noch eine Frage. Achso, hierzu, bitte. Sogar Deutsche Welle. Frau Fietz, mit welchen Erwartungen geht die Bundeskanzlerin eigentlich zu diesem Treffen? Wir kennen den Berliner Prozess. Wird das als eine Fortsetzung oder wie als ein Abschluss dieser Reise zu verstehen sein? Also welche Botschaften wird sie da überbringen? Vielleicht können Sie noch ein bisschen zu dieser Open-Balkan-Initiative, die vielleicht im Widerspruch mit dem Berliner Prozess steht, was dazu sagen, wie die Bundeskanzlerin dazu steht? Also, wenn Sie nach den Erwartungen fragen, neben den bilateralen Gesprächen, wird, wie gesagt, die regionale Kooperation ein wichtiges Thema der Reise sein. Die Bundeskanzlerin engagiert sich hierfür seit 2014 in besonderer Weise im Rahmen des Berliner Prozesses. Und es ist besonders gut, dass anlässlich des Videogipfels des Berliner Prozesses am 5. Juli alle Teilnehmer ihre Bereitschaft erklärt haben, an der Schaffung eines gemeinsamen Marktes, der alle sechs Westbalkanpartner einschließt, mitzuwirken. Dies wird sicher Thema auf der Reise sein, da es den Bürgerinnen und Bürgern des Balkans große Vorteile bringen könnte. Zusatz? Bitte. Eine kleine Frage. Ist diese Reise eine Initiative des verstorbenen Botschafters in Peking, Jan Hecker? Herr Hecker hat die Bundeskanzlerin in vielen außenpolitischen Fragen beraten und natürlich auch in Fragen zum westlichen Balkan. Und die Bundeskanzlerin hat ja bereits ihre Trauer und ihr Mitgefühl angesichts seines Todes ausgedrückt. Dann